Und herzlich willkommen zur letzten Etappe, zur Etappe 6. Wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen abgekämpft. Ich habe schon so 3/4 hinter mir, nämlich 4 Stunden. Ich sitze gerade in El Cabrito. Das ist quasi so ein Zwischenhalt. Ich gebe euch jetzt mal die wichtigsten Fakten und damit den Gesamtüberblick über den heutigen Tag. Alright, let's go. Die letzte Etappe, die hat es wirklich nochmal in sich. Man geht 21 Kilometer. Ich bin losgegangen in Playa de Santiago. Ich habe eine Nacht dort übernachtet und jetzt geht es zurück nach San Sebastian. 21 Kilometer, 7,5 Stunden. Und das ist noch nicht alles, denn es geht 1140 Meter nach oben. Es geht 1140 Meter nach unten. Das ist nochmal das große Finale. Und die ersten 4 Stunden waren wunderschön. Ich zeige euch hier einfach ein paar Bilder. Ich bin fast alleine gelaufen. 2 Leute sind mir begegnet. Es ist alles ein wenig karger. Im Vergleich zur 5. Etappe, die ging ja einmal hoch und einmal runter. Auf dem Diagramm wird es ausschauen wie Herzrhythmusstörungen. Man geht hoch, man geht runter, man geht hoch, man geht runter. Also das ist ein Auf und ein Ab. Das ist 7,5 Stunden Bauch, Beine, Po. Ich brauche heute Abend ganz sicherlich kein Fitnessstudio. Was ihr unbedingt beachten solltet, ist, ihr könnt in El Cabrito nicht zu Mittag essen. Die bewirten nur die Übernachtungsgäste und die kochen dann nicht mehr oder bereiten nicht mehr vor aus Nachhaltigkeitsgründen. El Cabrito kommt ungefähr nach 12 Kilometern, wenn man von Playa de Santiago losläuft. Ihr könnt hier aber eure Wasservorräte auffüllen. Es gibt also Wasser, es gibt Getränke, es gibt auch Eis. Und rein theoretisch könntet ihr auch mit der Fähre weiterfahren nach San Sebastian, allerdings nur bei richtig gutem Wetter. Ja, sobald es ein bisschen unruhig ist, die See, dann fährt die Fähre nicht und die Fähren sind auch klein. Das heißt, wenn sie voll ist, ist sie voll. Dann war es last but not least, man läuft hier sehr viel an der Küste entlang und es gibt kaum Wolken. Also das ist mal so das Gegenspiel zu vielen anderen Etappen. Das heißt, ihr müsst euch wirklich gut eincremen. Man sieht es bei mir schon so ein bisschen. Ich habe mich zwar eingecremt mit einer 20er und trotzdem habe ich nochmal nachgecremt. Man merkt schon, die Sonne hat echt Kraft und die zieht. Genau, ihr kriegt hier einen guten Term. Für mich geht es jetzt weiter. Noch 2,5 Stunden, dann bin ich in San Sebastian und dann habe ich die 6 Etappen geschafft. Dann ist es vorbei. Ich genieße nochmal jeden Schritt. Auf geht's. Endspurt. Backmas. Es ist geschafft. Hinter mir, unter mir ist San Sebastian. Das war's. Die 6. Etappe. Die Insel ist durchquert. Sie ist umrundet. Und für die heutige Etappe kann ich euch auf alle Fälle nochmal sagen, Kopfschutz, ganz wichtig. Ich war heute fast nur in der Sonne, 7,5 Stunden. Da bin ich wirklich froh, dass ich dieses Teil dabei habe, was auch gleichzeitig einen UV-Schutz hat. Dann noch ganz wichtig, mir brennen ein bisschen die Augen. Also unbedingt eine Sonnenbrille mitnehmen, weil ich hatte heute den ganzen Tag Wind und meistens kam der auch schön von vorne, man sieht so ein bisschen, die Augen haben, glaube ich, haben ein bisschen gelitten heute. Es war eine wunderschöne Tour. Ich möchte es nicht missen. Ich bin so happy, dass ich das einfach gemacht habe und jetzt die ganze Insel überquert habe. La Gomera ist geschafft. Yes! Die Insel ist überquert, umrundet, wie auch immer man es ausdrücken will. Und es hat sich wirklich gelohnt. Großes, großes Kino. Wenn ihr mal dabei sein möchtet, ich nehme euch gerne mit. Ich werde das als Wandercoaching anbieten, in einer kleinen und in einer großen Form, habe ich mir überlegt. Genau. Wenn ihr mit mir in Kontakt bleiben möchtet, dann schaut doch mal auf Facebook oder auf YouTube oder auf meiner Webseite. Und da kommen immer wieder neue Empfehlungen und Achtsamkeitstipps und auch Coaching-Tipps und natürlich Tipps für Fernwanderwege. Alles, was ich jetzt noch will, ist eine heiße Dusche raus aus den Klamotten und San Sebastian noch ein bisschen genießen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Lebens- und Wanderweg und sage Shalom aus La Gomera. Ciao. Mein Übernachtungstipp ist das Hotel Jardín Tecina in Playa de Santiago.
Ich habe das ja so gemacht, dass ich am Vorabend nach Playa de Santiago gefahren bin und dann mich in dieses Hotel eingebucht habe. Und in Playa de Santiago, da muss man schon vorreservieren. Ich hatte gar nicht mehr die große Auswahl. Also es gab für mich eigentlich nur noch dieses Vier-Sterne-Hotel. Und das hat natürlich seinen Preis. Das ist schon das teuerste Hotel meines ganzen Aufenthaltes. Ich habe 150 Euro bezahlt, Vollpension. Aber dieses Hotel bietet natürlich auch einiges. Es gibt Tennis, es gibt Golf, es gibt Fitnessstudio, es gibt verschiedene Pools, es gibt verschiedene Restaurants. Es gibt Restaurants oben am Berg, wo dieses Hotel eigentlich ist. Und unten, man kann mit dem Aufzug runterfahren, unten am Meer gibt es auch nochmal Pool und Restaurant und Minigolf und, und. Also das ist natürlich ein Vier-Sterne-Hotel par excellence. Sehr gut geführt, sehr sauber, sehr freundlich, sehr gutes Essen. Also man kann eigentlich immer nur sagen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat aber halt auch seinen Preis, ist die Frage, ob man das ausgeben möchte. Wenn man es nicht ausgeben möchte, muss man einfach rechtzeitig in Playa de Santiago reservieren. Eben weil es so ein kleines Dörfchen ist, mit nur ganz wenigen Übernachtungsmöglichkeiten. Und hier also auch nochmal meine Empfehlung, fahrt mit dem Bus von San Sebastian nach Playa de Santiago, nehmt euch vielleicht einen Tag frei, übernachtet dort und dann geht's zurück nach San Sebastian zu Fuß. Die Strecke kann man natürlich auch andersrum laufen, von San Sebastian nach Playa de Santiago und man fährt dann dort mit dem Bus zurück.